Bei der Offenbacher Sportgala werden Sportlerinnen und Sportler für ihre besonderen Leistungen ausgezeichnet. Es war wieder eine überragende Resonanz. Wir hatten Einsendungen aus ganz Europa und sogar aus USA und Kanada. Im Kapitol freute sich besonders einer, der bereits 7-mal nominiert wurde. Zehnkämpfer Pascal Behrenbruch. 7 Jahre habe ich auf diesen Pokal gewartet. 2006 war ich das erste Mal hier, 5. in Europa mit 21 geworden. Dachte mir eigentlich schon, na, bei dem Ergebnis müsste man hier Offenbacher Sportler des Jahres werden. Hat da nicht geklappt, hat die letzten Jahre dann auch nicht geklappt. Heute, 2012, mit dem Europameistertitel hat es endlich geklappt. Ja, es war natürlich gigantisch für mich. Also seit 41 Jahren kein Deutscher mehr Europameister geworden im Zehnkampf und ich habe es geschafft. Und endlich mal wieder Gold, Nationalhymne zu hören, es gibt nichts Besseres. Erneut wurde die Herrenmannschaft des JC Samurai von den Lesern der Offenbach Post zur Mannschaft des Jahres 2012 gewählt. Ich fühle mich sehr gut an. Ich freue mich für die ganze Leistung, die wir erbracht haben. War das die Belohnung dafür? Wir hatten viele Ausfälle, aber die Jungs haben es mit Herzblut hingekriegt und super. Ein Punkt und wir werden aufgestiegen in die erste Bundesliga. Ganz toll. Wir wollen immer das Maximale rausholen, das heißt unter die ersten drei kommen und schauen wir mal, was passiert. Die Konkurrenz ist sehr stark, aber wir wollen ganz nach oben. Ich glaube, es hat drei richtig gute Gewinnerinnen und Gewinner gegeben. Pascal Behrenbruch, Nadine Stahlberg und den Judo-Club Samurai. Neben den verschiedenen Auszeichnungen gab es auch ein buntes und vor allem sportliches Rahmenprogramm.